was geht ab? Hier ist euer Coach Eddie und ich bin heute hier mit euch, um mit euch über den Muskelaufbau zu sprechen. Vorab aber eine kleine Geschichte und zwar folgende. Einer der Gründe, warum ich überhaupt dieses ganze Fitness und so weiter mache, ich war damals in der 6. 7. Klasse und wir hatten Pause und dieses tolle Mädchen, ich fand die damals so klasse, kam auf einmal zu mir. Ja, hat sich neben mich gesetzt und sich mit mir unterhalten. Ich sage, na gut, cool. Jedenfalls, was ich wieder dazu gekommen sind, auf einmal hat sie mir den Bauch gekniffen. Und ich damals, ey, sticky, also wirklich so einen runden Bauch und die meint, nicht mal ein Sixpack. Okay, wenn ich heute daran nur nachdenke, denke ich mir so, was will eine pubertierende 12-Jährige mit einem Sixpack? Oh, naja, okay, egal. Jedenfalls hat es mich total verwirrt. Und ich habe mich dann direkt damit beschäftigt und wollte dann wissen, was ist das? Was soll das sein? Sixpack und so weiter und so fort. Und ich wurde einfach besessen von dem Gedanken, ein Sixpack aufzubauen. So, was soll diese sinnlose Geschichte jetzt? Jeder von euch da draußen hat natürlich seinen eigenen Grund, warum er mit diesem ganzen Sport oder so angefangen hat. Vielleicht ist es ein Mädchen, vielleicht ist einfach nur die Tatsache, dass du erkannt hast, dass es so, wie es jetzt ist, nicht weitergehen kann. Und vielleicht willst du einfach nur fresh aussehen. Das ist auch vollkommen okay, kein Problem. Ja, eine Tatsache ist aber die, dass wir uns alle den Arsch abarbeiten müssen. Das heißt, ohne harte Arbeit wird das wohl nichts werden. Für den Muskelaufbau bedürfen wir was? Wir brauchen, Muskelaufbau ist eigentlich ganz einfach. Du brauchst ein bestimmtes Gewicht, du brauchst eine Belastung für diesen Muskel und du brauchst Erholung. Ja, natürlich die Ernährung auch dazu, aber das sind die Dinge, die du brauchst, um Muskeln aufzubauen. Ich war, nachdem dieses Mädchen mich damals so verletzt und gekränkt hat, war ich dann so besessen davon, ein Sixpack aufzubauen. Ich habe wirklich, damals gab es noch kein Google, aber ich kann mich noch genau daran erinnern, das hieß noch Kloppenburg, ne? Das ist heute sowas wie DM, diesen Drogeriemarkt, ne? Und da habe ich mir immer die Zeitschriften durchgelesen, so Men's Health und sowas, und habe dann geguckt, Sixpack-Übungen, dies und das, bla bla, und habe das dann durchgelesen, ja. War wirklich im Laden und habe dann gelesen, wie man den trainiert, wie man das machen kann. Und ich war wirklich besessen von den Gedanken, einen tollen Bauch aufzubauen. Und das habe ich die ganze Zeit gemacht. Ich habe wirklich fast jeden Abend noch als kleiner Junge vor dem Schlafengehen den Sixpack trainiert. Viele von euch oder ich würde auch heute sagen, mach das lieber nicht. Das ist Überforderung, aber es ist einfach eine Sache, du sendest mit deinem Verhalten deinem Körper immer eine Botschaft. Ja? Das heißt, wenn du den Muskel fordert, wenn du ihm sagst, mach mal das, beheb mal dieses Gewicht, bring mal diese Leistung, wird er wachsen. Ja? Wird er wachsen, weil er dieser Herausforderung, die du vor ihm stellst, immer wieder gerecht kommen willst, weil er das schaffen will. Ja, dein Körper denkt mit. Ja, das ist kein Slogan, das ist kein Gefahr, es ist wirklich so. Ja? Du bist in der Lage, mit deinem Verhalten, wie du trainierst, deinem Körper eine Botschaft zu senden. So. Wie machst du das am besten? Mein Tipp ist dabei, viele fragen mich dann immer, ja Eddie, wie sieht's aus? Soll ich mein Training aufteilen? Soll ich mein Training tun? Soll ich ein Ganzkörpertraining machen und so weiter und so fort? Als Anfänger würde ich dir vorschlagen, dass du 3 bis 4 Mal ein Krafttraining machst. Und zwar ein Ganzkörpertraining. Ja. Und das am allerbesten aus den Grundübungen. Das heißt Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, Rudern. Und entweder Rudern, Klimmzügen und Dips. Das sind halt die Übungen, die ich sagen würde, mach das erstmal. Ne? Meistere die erstmal. Weil dann kann man später auf solchen Sachen aufbauen. Weil als Anfänger reinzugehen und da zu sitzen und sich da hier Curling, das finde ich einfach schwachsinnig. Ne? Das ist aber blöd. Das finde ich schwachsinnig, aber ich muss gestehen, dass ich es genauso gemacht habe. Na, meine zweite Ambition war dann halt, dicke Arme aufzubauen. Ey, und tada, ja, also der ist jetzt dick. Und ich höre praktisch schon auf damit, ihn zu trainieren. Weil das ist auch eine Sache, du musst am Ball bleiben. Du musst wirklich dabei bleiben und wirklich weiter kontinuierlich den Muskel ziehen. Ja, ihn immer wieder fordern. Das Gewicht langsam, aber sicher anpassen. Sodass er sich niemals wirklich dran gewöhnen kann. Es gibt in der griechischen Mythologie die Sage von einem jungen Mann, der mit einem Ochsen zusammen aufwuchs. Und in seiner Pubertät trug er diesen Ochsen immer durch die Gegend. Ne? Der Ochse wurde schwerer, ne? Und der junge Mann wurde ja auch erwachsener, stärker. Und je schwerer der Ochse wurde,
desto, ne, stärker wurde auch der junge Mann, weil er einfach diesen Ochsen die ganze Zeit durch die Gegend tragen wollte. Weiß ich warum, frag mich nicht, warum er diesen Ochsen durch die Gegend tragen wollte, keine Ahnung. Jedenfalls ist es so, dass er halt proportional mit dem Gewicht des Ochsen stärker geworden ist. Was soll diese Geschichte jetzt, Eddie? Ich komme sofort dazu. Und zwar ist es die Tatsache, dass du bei deinem Training, ganz wichtig, der Hauptgrund, warum es bei vielen einfach stagniert oder einfach aufhört zu wachsen, ist die Tatsache, dass du dich nicht mehr forderst. Das Gewicht, was dich nicht fordert, das wird dich auch nicht zum Wachsen bringen. Ja. Um wirklich dichte, starke, harte Muskeln aufzubauen, ist es wichtig, dass du deine Muskeln irgendwo überforderst, kaputt machst, sodass sie sich neu wieder aufbauen kann. Denn was nicht zerstört worden ist, kann ja auch nie wieder neu aufgebaut werden. Daher meine Empfehlung, dass du bei deinem Training wirklich hart rangehst, die Pausen kurz hältst, wirklich dich auf deine Übung konzentrierst, mehr gelenkige Übungen machst, ja, die Grundübungen alle, die unbedingt immer in dein Training anbaust und ja, dich da abarbeitest. Das ist auf jeden Fall meine allererste Empfehlung da. Dann für den Muskelaufbau. Ich würde empfehlen, wenn du mehrfach die Woche gehst und etwas fortgeschrittener bist, dann würde ich es aufteilen in ein Split-Training. Und zwar, dass wir sagen, beispielsweise Montag Brust. Montag Brust, du machst dann eine 4 Übungen für die großen Muskeln. Das heißt für den Rücken, für die Beine, für die Brust. Machst du immer 4 Übungen. Haben wir es den Montag Brust. Du nimmst dir 4 Übungen für die Brust vor. Ja? Ja, ziehst die alle durch und machst dann zur Kombination dazu den Trizeps. Warum den Trizeps? Ich höre immer wieder, dass einige sagen, okay, Brust, Bizeps, ich halte nichts davon. Und ich habe auch in meiner Erfahrung das Beste damit gemacht, dass ich gesagt habe, ich mache Brust, Trizeps. Weil der Trizeps wird schon belastet durch das Drücken und ist dann schon gut vorgewärmt, muss dann am Ende aber trotzdem nochmal eine Tortur durchgehen. Ja, du zwingst ihn also, obwohl er schon eigentlich sagt, okay, Break, Timeout, zwingst ihn dazu, weiterzumachen. Ja, das wäre halt meine Empfehlung zu sagen, okay, Brust, Trizeps. Am Folgetag darauf würde ich dir empfehlen, Rücken-Bizeps zu kombinieren. Rücken-Bizeps, warum? Ja, weil du beim Rudern, all diese Sachen, ne, beim Klimmzug, brauchst du halt den Bizeps. Ne? Der ist dann schon gut vorgewärmt und soll dann am Ende nochmal bei den Bizepsübungen wirklich Leistung erbringen. Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ne? Wirklich, auch hier ist es ganz wichtig, dass man kontinuierlich weiterarbeitet. Ne? Meistens ist es so, dass man das Ganze überschätzt. Und man denkt sich, ich müsste 6-mal gehen, ich müsste 5-mal gehen. Nein. Erholung spielt auch hier wieder eine sehr große Rolle. Denn alles, wie gesagt, alles, was du dir wünschst, ob du nun Gewicht verlieren willst, ob du nun Muskeln aufbauen willst, es passiert in der Erholungsphase. Ja. Ich zum Beispiel, ne, mache das so, dass ich am Wochenende so gut wie gar nichts mit Training oder sonst was zu tun habe. Ich will meine Ruhe haben. Ja. Ich will nur Ruhe essen, ich will nur Ruhe chillen, ich will nur Ruhe zocken. Mehr nicht. Ja, also deswegen, und in der Erholung passiert eigentlich wirklich Wunder, weil der Muskel und der Körper, ja, der steuert und arbeitet darauf hin, wirklich zu erholen, weil er sich denkt, Mann, da kommt wieder die Belastung auf mich zu und ich muss dafür gewappnet sein. Ja, und deswegen unterschätze niemals die Kraft der Erholung, ganz wichtig. Ja, das ist das, was ich erstmal dazu sagen kann. Ansonsten, wirklich, wie gesagt, weiter am Ball bleiben, das habe ich schon gesagt. Und Gas geben, echt. Ne, fass es doch mal einmal ganz kurz zusammen. Wirklich achte darauf, dass du ein Gewicht nimmst, was dich wirklich fordert. Bleib am Ball, Regelmäßigkeit bringt mehr als kurze Zeit zu sagen, oh, der Sommer kommt, ganz schnell nochmal was machen. Das bringt absolut gar nichts. Ne, und du wirst dich auch wundern, warum. Ja, frage ich mich auch, warum man sich wundert. Es ist eigentlich so, wenn ich mal jetzt ehrlich sein soll, der Körper für den Sommer wird eigentlich im Winter gemacht. Also daher ist diese Ausrede, um zu sagen, ich mache jetzt für den Sommer noch schnell, ist Bullshit. Ne? Ja, das ist das, was ich dazu sagen kann. Das sind meine Tipps, ersten Tipps für den Muskelaufbau. Ja, halte dich an diese ganz simplen Regeln und du wirst definitiv deine Erfolge feiern. Okay, bis zum nächsten Mal, euer Eddie. Peace.